Okay, und jetzt der zweite Versuch, denn die Tondatei war eben defekt gewesen. Sehr, sehr ärgerlich. Ich muss das Intro nochmal neu aufnehmen und auch das Outro. Und deshalb, treu dem Motto, besser spät als nie, präsentiere ich euch heute das Mediabook zu der Weiße Hai Teil 1. Ja, erstmal Entschuldigung dafür, dass ich die letzte Zeit etwas rarer war, dass es etwas ruhiger war auf meinem Kanal. Es sind relativ wenige Videos erschienen. Ich habe neben der Arbeit privat auch noch einige Dinge zu regeln gehabt. Wir hatten viele Termine, die wir wahrnehmen mussten, weshalb ich wenig Zeit für Videos hatte, weniger als mir lieb war. Aber heute kommt ein neues Video, gleich mit einem Klassiker, der Weiße Hai aus dem Jahr 1975 von Steven Spielberg. Ein Klassiker, zu dem ich eigentlich nicht mehr viel sagen muss. Aber es gibt bestimmt auch Leute da draußen, die den Film noch nicht gesehen haben. Und euch rate ich, schaut euch den Film unbedingt an. Auch ich habe mir viel Zeit damit gelassen, habe es im Endeffekt aber nicht bereut, denn es ist ein Film, der sich auch heute noch wirklich sehen lassen kann. Und das liegt wohl an der Inszenierung, an den Schauspielern, an dem Spannungsbogen, den der Film aufbaut, am Soundtrack und an den handgemachten Special Effects, die auch heute noch gut aussehen. Es gibt vier Teile von der Weiße Hai. Alle sind sie im Mediabook erschienen. Ich habe nur Teil 1 in der Sammlung. Teil 2 wird wahrscheinlich auch noch hinzukommen. Aber bei Teil 3 und bei Teil 4 reizt es mich nicht so, mir jetzt die Mediabooks in die Sammlung zu holen. Ich will auch erwähnen, dass es zu Teil 1 kurz nach den Mediabooks ein Release eines 4K-Steelbooks gab. Und ich hatte dann die Qual der Wahl: Nehme ich mir das Mediabook, wo keine 4K drin ist, oder nehme ich mir das 4K-Steelbook? Und ich habe mich dann im Endeffekt für das Mediabook entschieden, weil mir dieses besser gefallen hat. Und ich muss auch sagen, der Weiße Hai ist für mich jetzt nicht der Must-Have-Titel, den ich im 4K-Spektrum brauche. Da lege ich mein Hauptaugenmerk doch auf andere Filme. Aber nichtsdestotrotz, der Weiße Hai für mich immer noch einer der besten Tierhorrorfilme auf dem Markt. Es gibt viele Tierhorrorfilme und da schlittern wir oft schnell in den B-Movie und in den Trash-Bereich, für den es natürlich auch eine Fangemeinde gibt. Aber die Tierhorrorfilme, die wirklich hochproduziert sind, die ernstzunehmend sind, die sind an einer Hand abzählbar und dazu gehört definitiv der Weiße Hai. Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgehen in der Zeit und die ganze Veröffentlichungen von Filmen mal betrachten, gerade was bei George Lucas, Steven Spielberg und Disney der Fall ist, haben wir viele Filme, wo wir eine Restaurierung vorhanden haben, gerade so bei Anniversary Editions, ja, wo wir dann digitale Restaurierungen haben, wo wir neue Elemente in Filmen haben, wo wir neue Synchronisationen haben. Und all das trifft bei vielen Fans aber auf Widerspruch. Vielen sagt es gar nicht so zu, wenn wir gerade mal, wo wir von George Lucas geredet haben, die Star Wars-Filme betrachten, die Urtrilogie. Da ist es ja der Fall gewesen, dass man eine digitale Restaurierung hatte. Man hat auch viele neue Elemente in die Filme hineingearbeitet, digital, ja, Elemente, die vorher in den Filmen gar nicht vorhanden waren, welche nach George Lucas seiner Meinung den Film etwas besser machen, die das Sehvergnügen etwas verbessern. Aber viele Fans fanden das nicht so. Sie feiern immer noch die Urtrilogie. Ich muss sagen, die neue Fassung, die neue digitalen Fassungen finde ich gar nicht so schlecht. Sie haben mich gut unterhalten, aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Wenn wir dann mal zu der Restaurierung damals den Trailer von E.T. betrachten, wo wir dann Waffen ausgetauscht haben gegen Walkie-Talkies, da hat man dann auch mal gesehen, was man aus so alten Filmen noch machen kann. Ja, ob das jetzt positiv oder negativ ist, muss jeder für sich entscheiden. Ja, aber was man da machen kann noch digital, ohne dass es wirklich einem auffällt, dass es mal vorher anders war, wenn man nicht darauf hingewiesen wird oder wenn man es als Fan natürlich vorher nicht schon wusste. Aber man hat da Waffen gegen Walkie-Talkies ausgetauscht. Aber jetzt kommen wir auf ein wichtigeres Thema zu reden, zu sprechen, ja, und zwar zum Beispiel bei Disneys Ariel, ja, die Meerjungfrau. Da geht es nämlich um die Synchronisation. Man hat da eine alte deutsche Synchrofassung und man hat auch eine neue Synchrofassung angefertigt, ja. Und viele Fans feiern da auch tatsächlich die alte deutsche Synchro. Viele wollen diese Synchro haben, ja. Und so ist es auch jetzt bei der Weiße Hai. Man hat hier zwei Synchronisationen vorhanden, ja, man hat zwei Synchrofassungen vorhanden, einmal die Originalfassung und einmal die neue Synchronfassung aus dem Jahr 2004. Und bei dieser VÖ, jetzt ist es natürlich interessant zu wissen, welche Synchronfassung haben wir hier im Mediabook vorhanden. Ich denke, für einige Leute, Filmfans, ist das ein ausschlaggebender Punkt,
ob sie sich das Mediabook kaufen oder nicht. Und ich kann euch da beruhigen, man hat hier wirklich beide Synchronfassungen vorhanden. Also es ist für jeden was dabei. Hinzu kommt, dass wir in diesem Mediabook wirklich sehr, sehr viele Extras vorhanden haben. So viele, dass ich sie gar nicht alle aus dem Kopf aufzählen kann. Wir haben Blu-ray-exklusive Extras, wir haben die regulären Extras vorhanden, wir haben da unter anderem Dokumentationen, ein Making-of-Blick hinter die Kulissen, ein Blick auf die Restaurierung und vieles, vieles mehr. Es ist also für jeden hier was dabei. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt auch mal das Mediabook zum Film an und wir schauen auch ins Innere des Mediabooks, schauen uns mal den Buchanteil an, um was es darin geht und dann sehen wir uns zum Schlusswort wieder. Viel Spaß! Was uns bei diesem Mediabook zuerst auffällt, die J-Card, ist nicht mit Klebepunkten fixiert. Das ist für Sammler natürlich erfreulich. Wir sehen oben nochmal das Blu-ray-Disc-Logo auf der J-Card, unten ein Teil des Artworks und wir sehen, dass das Ganze ab 16 Jahren freigegeben ist. Während wir auf der Rückseite dann eine Inhaltsangabe zum Film haben, wir haben ein großes Szenenbild zum Film und wir haben hier nochmal die Angaben zu den enormen Extras, die hier vorhanden sind. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Unten haben wir dann noch mal ein paar Angaben zu der DVD und zu der Blu-ray, was die technischen Spezifikationen angeht. Hier können wir auch entnehmen, dass wir beide Sprachfassungen hier vom Film vorhanden haben und unten haben wir noch mal etliche Logos und Credits vorhanden. Der Film geht circa 124 Minuten lang. Dann kommen wir zurück zum Frontcover und ich muss sagen, es ist einfach das coolste Artwork vom Weißen Hai, welches es gibt. Das schlichte alte Design, es passt perfekt auf dieses Mediabook. Wir haben hier einen weißen Hintergrund mit dem roten deutschen Schriftzug von der Weiße Hai. Dieser hat sogar einen Hochglanzeffekt vorhanden. Wir sehen hier diese junge Dame, die im Meer herumplanscht. Wir sehen das tiefblaue, dunkle Meer, aus dem der königliche Weiße Hai emporsteigt, um diese nette Dame wegzusnacken. Für mich ist das wirklich ein richtig cooles Artwork, gefällt mir persönlich gut und macht dieses Mediabook doch etwas edler. Das Spine selbst kommt dann in weiß daher. Wir haben oben nochmal einen Teil des Artworks. Wir sehen, dass wir eine Blu-ray-DVD-Kombo haben und wir sehen, dass das Ganze von Universal vertrieben wird. Das Back-Artwork kommt dann nicht in einem gezeichneten Artwork daher. Wir haben hier dieses Szenenbild, welches wir von der J-Card kennen. Wir haben diese junge Dame, die hier im Wasser um ihr Leben kämpft. Der Rest des Artworks ist relativ steril gehalten. Wir haben auch hier den weiß-blauen Hintergrund vom Himmel und wir sehen natürlich noch das Wasser um die Dame herum. Dann würde ich sagen, schauen wir ans Innere von diesem Mediabook und öffnen es mal. Und uns fällt hier direkt die Blu-ray-Disc mit diesem schönen Artwork vom Mediabook ins Auge. Wir sehen auch hier nochmal, dass das Ganze ab 16 Jahren freigegeben ist. Und wenn wir die Disc entfernt haben, haben wir hier nochmal ein Teil-Artwork. Es wird ein durchgehendes Artwork sein, welches wir am Ende dann komplett entfalten können. Wir sehen hier dann auch nochmal das Cover vom Mediabook, der Weiße Hai, was uns hier an der Seite auffällt, beziehungsweise in der Mitte. Wir haben hier eine Fadenbindung vorhanden und wir blättern das Ganze mal durch und schauen uns an, was im Buchanteil alles so vorhanden ist. Wir haben hier ein Schwarz-Weiß-Foto, aber keine Angst, der Film, der ist in Farbe. Wir sehen hier die Rückenflosse des Weißen Haies und man merkt auch schon, wie groß dieses Tier eigentlich ist. Wir blättern hier weiter und sehen hier ein Szenenbild vom Film. Wir sehen hier die Geschichte rund um der Weiße Hai, der auf wahren Begebenheiten beruht. Und das wird dann hier zum Teil thematisiert, immer abgewechselt mit ein paar Szenenbilder vom Film. Dann haben wir hier Roy Scheider in einem Szenenbild. Wir sehen hier, dass wir nochmal eine Passage rund um den Roman von Peter Benchley haben. Auch dies wird auf mehrere Seiten hinüber gestreckt. Und dann haben wir wie immer noch mal ein paar Szenenbilder. Hier wird über den Film selbst gesprochen. Und dann, dass der Film fast die Karriere von Steven Spielberg zerstört hätte. Und wir blättern hier weiter durch. Und dann geht es hier noch mal um die Fortsetzungen. Wie gesagt, es gibt ja vier Teile von der Weiße Hai und alle sind im Mediabook erschienen. Hier hat man ein Bild von einem Kino, wo dann die Filmpremiere stattfand. Und wir sehen hier nochmal den jungen Steven Spielberg und hier wird dann extra nochmal eine Passage über den Regisseur selbst verfasst.
Auch hier nochmal dann Bilder vom Set, wo er an der Kamera steht. Hier nochmal ein paar Konzeptzeichnungen vom Film. Dann gibt es nochmal eine Passage über die Schauspieler selbst. Hier haben wir dann den Bericht über Richard Dreyfuss, über Roy Scheider. Hier dann nochmal über Robert Shaw. Und hinten haben wir dann nochmal ein paar Fun Facts, ein bisschen Wissenswertes über den Film. Und natürlich gibt es auch hier nochmal ein Kapitel über den Soundtrack. Ja, dann sind wir auch hier schon am Ende angelangt. Wir haben hier 36, 37, 38, 39. Wenn man die mitrechnet, haben wir knapp 40 Seiten Buchanteil. Das ist doch schon beachtlich. Und hinten sehen wir dann nochmal die DVD mit einem etwas anderen Artwork. Und wenn wir diese rausholen, haben wir hier den Rest des Innenartworks vom Mediabook. Und wenn man das so hochklappt, sieht man, dass man hier ein durchgehendes Artwork hat. Ja, das war's auch schon zu diesem Mediabook. Ich wechsle nochmal die Position, sag noch ein paar Worte zum Abschluss. Bis gleich. Und das ist das Mediabook zu Der Weiße Hai. Ich finde es richtig schön, gerade das alte Retro-Design sagt mir mehr zu als dieses 4K-Steelbook, welches aber im Großen und Ganzen auch ganz schick ist. Ja, ich habe jetzt richtig Bock auf den Film. Ich glaube, ich werde mir den die Tage nochmal reinziehen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Mediabook findet. Wie findet ihr die Mediabooks zu den anderen Teilen von Der Weiße Hai? Habt ihr vielleicht welche davon in der Sammlung? Welche Synchronfassung bevorzugt ihr? Wie findet ihr allgemein den Film Der Weiße Hai? Schreibt mir all das unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst mir doch sehr gern ein Abo da. Aktiviert dann auch die Glocke, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao.